Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Hier begrüßt Sie Markus Schranz aus dem Weltnetz TV Hauptstadtstudio. Ich habe erneut die Ehre, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Bundespräsident, Ehrendoktor, Ehrendoktor Pfarrer Gauck. Guten Abend. Der Kampf für Menschenrechte ist seit der Europawahl zwar auf dem Vormarsch, aber in afrikanischen Staaten sieht das noch nicht so gut aus. Ja, viele Menschen sprechen mich als Freiheitskämpfer auch auf Afrika an. Sie sagen dann, Herr Bundespräsident, Herr Ehrendoktor, Ehrendoktor, Herr Pfarrer, in Katar, wo die übernächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, oder in Saudi-Arabien, wo wir Waffen für die Taliban und Al-Qaida hin geliefert haben, oder in Neuguinea, existieren manche christlichen Werte doch, sagen wir mal, noch sehr rudimentär. Die Menschen fragen mich, also ihren Bundespräsidenten, dann auch als christlichen Missionar. Und ich antworte dann, natürlich muss in diesen afrikanischen Staaten noch das eine oder andere missioniert werden. Der Fortschritt ist eine Schnecke, wie Günter Grass einst schrieb. Aber sehen Sie, als während des Zweiten Weltkriegs unsere christlichen Missionare das erste Mal zu den Kannibalen kamen, haben die sich noch gewundert, warum wir in Europa Millionen von Menschen auf Schlachtfeldern töten. Und die Menschenfresser schüttelten den Kopf und murmelten, aber das Fleisch wird doch schlecht. Dann allmählich begriffen sie aber unsere westliche Lebensweise und die Kannibalen aßen nicht mehr ihre leistungsstarken Jungen und kochten nur noch Alte, Schwache und Kranke. Und dann kam der nächste christliche Fortschritt. Die Menschenfresser begannen, vor ihren Kochkesseln niederzuknien und zu beten. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Missionieren ist eben ein langsames, aber lohnendes Geschäft. Wenige Jahre später haben wir dann aus diesen Kannibalen blitzgescheite Manager unserer Deutschen Bank gemacht. In den Niederlassungen auf dem ganzen schwarzen Kontinent. Ein Bischof hat Ihnen, Herr Pfarrer, kürzlich vorgeworfen, in einer unchristlichen Patchwork-Beziehung im Schloss Bellevue zu leben. Na ja, Herr Schranz, wissen Sie, ist Familie wirklich noch auf der Höhe der Zeit? Einen jungen Mann fragte ich einst, ja, können Sie denn eine Familie unterhalten? Aber klar, sagte der, ich habe über 400 Videos. Am 14. April auf dem Bankentag sollen Sie tatsächlich gesagt haben, es ist gut, dass die Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen. Sonst hätten wir morgen eine Revolution. Das hört sich fast bankenkritisch an, wie Ihr Amtsvorgänger Christian Wulff. Oh. Ich sagte das keinesfalls bankenkritisch oder als Anhänger einer solchen Revolution. Ich habe das vielmehr als mein großes Dankeschön gesagt an unsere Journalisten für die Ruhe im Land, weil durch die Medien die Menschen eben überhaupt nichts von diesem Bankensystem verstehen. Also bleiben Sie dabei. Der Blockupy-Protest gegen die Banken, sagten Sie, sei unendlich albern. Unsäglich albern. Ich kann das nur noch mal betonen. Aber ich bin ein sehr toleranter Mensch. Ich toleriere immer zwei Meinungen. Meine und die falsche.